Und jetzt kommt etwas Besonderes, hatten wir noch nie, meine Damen und Herren. Ich darf die Frau Ricarda Knecht mal zu mir bitten. Wo ist die Frau Knecht? Ist die da? Traut die sich nicht? Frau Knecht? So, Sie kriegen jetzt erstmal noch gar nichts, sondern nur meinen Arm. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Haben Sie Herzklopfen? Warum denn? Sie ahnen Schreckliches? Kann ja gar nicht so schlimm sein. Ich tue Ihnen nichts. Wir gehen jetzt einfach mal in die Mitte. Und damit das mit dem Herzklopfen aufhört, würde ich glattweg sagen, so, jetzt drehen wir uns mal in die Richtung, machen so einen kleinen Diener und Sie applaudieren bitte. So, ja runter, runter, ne? So, ne? Showbusiness, Dankeschön, jetzt machen wir das Ganze in die Richtung. So, jetzt machen wir das in die Richtung. Und unten bleiben, so lange müssen die klatschen. Unten bleiben und aus. Danke. So, Sie ahnen, nee, kommen Sie mal, gucken Sie mal in diese Richtung, das ist nämlich viel interessanter. Das Stückchen Musik ist Ihnen sicherlich bekannt, heißt You Raise Me Up, du hebst mich auf, du stützt mich, du bringst mich zum Fliegen, du bist das Salz in meiner Suppe. Und wenn wir uns jetzt ganz langsam umdrehen, dann kommt das Salz in der Suppe. Das ist nämlich Frank Versal. Und Frank Versal hat mir etwas stundenlang erklärt. Und da habe ich gesagt, Junge, ist alles richtig, das musst du nicht mir erzählen, sondern musst du ihr erzählen. Und jetzt geht's drum. Bitte, werden Sie los, was Sie schon immer loswerden wollten. Erstmal guten Abend, Hannover. Und Bahnhof ist ja auch vertreten. Hören Sie genau zu. Also in meinem Leben gibt es einen Menschen, der berührt mich in meinem Herzen unheimlich. Es gibt keinen wichtigeren Menschen als dich, Ricarda. Und unsere Kinder sind auch hier. Bela, Niklas, Sören, ich liebe euch. Die Zwillinge konnten leider nicht mit dabei sein, weil es dauert alles seine Zeit und die sind noch ein bisschen zu jung. Jetzt weint sie. Das ist ganz normal. Mein Schatz, ich liebe dich über alles. Ich möchte dich heute hier vor allen Leuten fragen, möchtest du meine Frau werden? Ja. Laut und deutlich bitte. Ja. Das war... So, ich möchte mich hier auch nochmal bei dem ganzen Team bedanken dafür, dass ich das hier heute Abend machen durfte. Für mich ist es eine große Überwindung gewesen, hier zu stehen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist der Hammer. Und bei Anke möchte ich mich auch nochmal im Vorfeld, mit der hatte ich geschrieben und das alles hier abgemacht, bei Ihnen auch. Und danke Ihnen und jetzt kommen auch noch, wie kann es anders sein, was fehlt noch? Frisch gehalten. Danke, Hermann. Und das ist doch schön. Und jetzt genießt das Stückchen Musik noch bis zum Ende. You raise me up. You raise me up.
Danke euch.